Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 26. Oktober, mein 174. Pilgertag. Es ist jetzt 8.45 Uhr. Ich stehe hier vom Hotel Irini, meinem Quartier von dieser Nacht. Und heute geht es nach Xanti, gut 30 Kilometer. Ich hoffe, dass meine Schienbeinmuskulatur mitspielt vom linken Bein. Und dann werde ich dort ein verlängertes Wochenende verbringen und mich erholen. Und jetzt werde ich erst mal schauen, dass ich hier noch was zum Frühstück kriege. Und dann geht's auf den Weg. Herrlich hier in der Ruhe zu laufen. Da hinten geht meine Straße lang, auf die ich gleich stoßen werde. Und dann geht es hier weiter in Richtung Osten, in Richtung Xanti, wo ich heute dann nach ungefähr 31 Kilometern mein Quartier finden werde für dieses Wochenende. Hier neben mir der Fluss, der ein ganzes Kanalsystem speist, um die Bewässerung hier sicherzustellen. Nach knapp 7 Kilometern auf diesem schönen breiten Feldweg komme ich um 10.25 Uhr hier in Nias Ferias wieder auf die Fernverkehrsstraße, die mich jetzt in das 24 Kilometer entfernte Xanti führen wird. Eine Impression entlang der Straße, die erfreulicherweise sehr wenig befahren ist hier. Wie ruhig das Wasser dahin fließt. Ich habe den Ortseingang von Xanti erreicht und auch wie bei Thessaloniki ist die Einfallstraße hier von Industriebetrieben bestückt. Also nicht wirklich schön. Nach 30 Kilometern erreiche ich um 16 Uhr hier in Xanti das Hotel Orpheas und hoffe, dass ich da jetzt ein Quartier kriege und auch noch einen speziellen Preis vielleicht. Ja, und das ist mein Zimmer für dieses Wochenende. Sieht doch gut aus. Und jetzt bin ich da. Jetzt ist Wochenende.